Durch das Sein deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns durch deine Gnade, das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben, er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch, seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entsühnen. Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahingerafft, doch wen kümmert sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht.
Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Was du, Herr, hast erduldet, ist alles meine Last. Ich hab es verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen Hohepriester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den Herrn gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Die Leidensgeschichte unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. In jener Zeit begab sich Jesus hinaus über den Bach Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern. Judas, sein Verräter, wusste den Ort auch, denn Jesus war dort oft mit seinen Jüngern. Judas nahm Soldaten und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern und kam dorthin mit Fackeln, Lampen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, trat vor sie hin und sprach: Wen suchet ihr? Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Jesus erwiderte: Ich bin's. Judas, sein Verräter, stand auch bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Abermals fragte er: Wen suchet ihr? Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Jesus erwiderte: Ich habe es euch gesagt, ich bin's. Suchet ihr also mich, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesprochen: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus aber zog das Schwert, das er trug, schlug auf den Knecht des hohen Priesters ein und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Die Wache, der Hauptmann und die Knechte der Juden ergriffen nun Jesus, banden ihn und führten ihn zunächst zu Hannas. Dieser war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahre hoher Priester war. Kaiphas war es gewesen, der den Juden geraten hatte: Es wäre gut, dass ein Mensch sterbe für das Volk. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus nach. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und kam so mit Jesus in den Hof des hohen Priesters. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor. Der andere Jünger, der mit dem hohen Priester bekannt war, ging nun hinaus, sprach mit der Türhüterin und holte Petrus hinein. Da sprach die Magd zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Die Knechte und Diener standen um ein Kohlenfeuer und wärmten sich.
denn es war kalt. Auch Petrus trat zu ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt geredet. Ich habe stets in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche mich gehört haben. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Worte gab einer der Diener, die dabei stand, Jesus einen Backenstreich und sagte: Antwortest du so dem hohen Priester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise mir das Unrecht. Habe ich aber Recht geredet, warum schlägst du mich? Hannas schickte ihn gebunden zum hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stand noch da und wärmte sich. Da fragten sie ihn: Bist nicht auch du einer von seinen Kindern? Er leugnete es und sprach: Ich bin es nicht. Einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte zu ihm: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Petrus leugnete abermals, und sogleich krähte der Hahn. Von Kaiphas führten sie Jesus in das Richthaus. Es war früh morgens. Sie selbst gingen nicht in das Richthaus, um nicht unrein zu werden und das Osterlamm noch essen zu können. Pilatus ging daher zu ihnen hinaus und fragte sie: Welche Klage habt ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten ihm: Wäre er kein Missetäter, Pilatus sprach zu ihnen: Nehmt ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden erwiderten: Uns ist es nicht erlaubt, jemand zu töten. So sollte das Wort Jesus sich erfüllen, da er andeutete, welches Todes er sterben würde. Pilatus ging wieder in das Richthaus, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das aus dir selbst, oder haben es dir andere von mir gesagt? Pilatus erwiderte: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohenpriester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, würden meine Diener für mich kämpfen, dass ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du doch ein König. Jesus antwortete: Ja, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Wer aus der Wahrheit ist, der hört auf meine Stimme. Pilatus sprach zu ihm: Was ist Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sprach zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Es ist aber Brauch bei euch, dass ich euch zum Osterfest einen freigebe. Soll ich euch den König der Juden freigeben? Da schrien sie zurück: Nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Dann nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie ihm aufs Haupt. Sie legten ihm einen Purpurmantel um, traten vor ihn und höhnten: Sei gegrüßt, sei gegrüßt, sei gegrüßt, König der Juden! Und gaben ihm Backenstreiche. Abermals ging Pilatus hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus trat heraus mit Dornenkrone und Purpurmantel. Pilatus sprach zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als die hohen Priester und Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige weg, kreuzige weg! Pilatus sprach zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn. Ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden erwiderten: Wir haben ein Gesetz, und auf dem Gesetz muss er sterben. Als Pilatus diese Worte vernahm, fürchtete er sich noch mehr. Er ging zurück in das Richthaus und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Du gibst mir keine Antwort. Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen, und Macht habe, dich freizugeben? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat größere Schuld,
der mich dir überantwortet hat. Von nun an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Die Juden aber schrien: Wenn du diesen freigibst, bist du nicht des Kaisers Freund, denn wir sich selbst zum König macht, widersetz ich den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richtstuhl an den Ort, der Steinpflaster heißt, auf Hebräisch Gabata. Es war der Rösttag des Osterfestes um die sechste Stunde. Nun sprach er zu den Juden: Seht euren König! Sie aber schrien: Hinweg, hinweg mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus sprach zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen! Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser! Da übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Sie nahmen also Jesus und führten ihn hinaus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus an den Ort, der Schädelstätte heißt, auf Hebräisch Golgotha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus hatte auch eine Inschrift schreiben und oben an das Kreuz heften lassen. Darauf stand geschrieben: Jesus von Nazareth, König der Juden. Diese Inschrift lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Sie war hebräisch, lateinisch und griechisch geschrieben. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, bleibt geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, dazu noch den Leibrock. Der Leibrock war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewebt. Da sagten sie zueinander: Wir wollen ihn nicht zerteilen, sondern daran lösen, wenn wir gewähren So sollte sich die Schrift erfüllen: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. So taten die Soldaten.
Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleophas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er liebte, sprach er zu seiner Mutter: Frau, siehe da deinen Sohn. Dann sprach er zu dem Jünger: Siehe da deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Da Jesus wusste, dass alles vollbracht war, sprach er, auf dass die Schrift sich erfüllen würde: Mich dürstet. Es stand ein Gefäß voll Essig da. Sie füllten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf einen Speer und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Dann neigte er sein Haupt und gab den Geist auf. Damit die Leichname nicht über den Sabbat am Kreuze verblieben, baten die Juden den Pilatus, es möchten den Gekreuzigten die Beine zerbrochen und sie dann herabgenommen werden. So kamen die Soldaten, zerschlugen dem ersten die Gebeine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Darum zerschlugen sie ihm die Gebeine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Wer dies gesehen hat, legt Zeugnis dessen ab, und sein Zeugnis ist wahr. Er weiß, dass er die Wahrheit spricht, damit auch ihr zum Glauben kommt. Denn das ist geschehen, damit die Schrift sich erfülle:
Kein Bein soll ihm gebrochen werden. Und auch die andere Schriftstelle, sie werden schauen auf den, den sie durchbohrt haben. Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden nur im Geheimen, bat den Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen. Pilatus erlaubte es. Er ging also hin und nahm den Leichnam herab. Auch Nikodemus kam dazu, der einst bei Nacht zu Jesus gekommen war. Er brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe gegen 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und hüllten ihn mit Spezereien in linnene Tücher, so wie es Brauch der Juden beim Bestatten ist. An dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, war ein Garten, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, denn das Grab war ganz in der Nähe. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und ihr ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast in Christus allen Völkern deine Herrlichkeit geoffenbart. Behüte, was du in deinem Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde in festem Glauben verharre. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen.
Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus. Der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Leite durch ihn deine Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für unseren Bischof Rainer, für alle Bischöfe, Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist heiligt den ganzen Leib der Kirche und leitet ihn. Erhöre unser Gebet für alle Stände deines Volkes und gib ihnen die Gnade, dir in Treue zu dienen. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle Katechumenen. Unser Herr und Gott, öffne ihre Herzen für sein Wort. Er schenke ihnen in der Taufe die Vergebung aller Sünden und nehme sie auf in sein Vaterhaus, damit sie das Leben finden in unserem Herrn Jesus Christus. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du gibst deiner Kirche immer neue Fruchtbarkeit. Schenke allen, die sich auf die Taufe vorbereiten, Wachstum im Glauben und in der Erkenntnis. Führe sie zur Wiedergeburt aus dem Quell der Taufe und nimm sie an als deine Kinder. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der heiligen Kirche. Beuget die Knie.
Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für die Juden, zu denen Gott unser Herr zuerst gesprochen hat. Er bewahre sie in der Treue zu seinem Bund und in der Liebe zu seinem Namen, damit sie das Ziel erreichen, zu dem sein Ratschluss sie führen will. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Abraham und seinen Kindern deine Verheißung gegeben. Erhöre das Gebet deiner Kirche für das Volk, das du als erstes zu deinem Eigentum erwählt hast. Gib, dass es zur Fülle der Erlösung gelangt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für alle, die nicht an Christus glauben, dass der Heilige Geist sie erleuchte und auf den Weg des Heiles führe. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, steh allen bei, die sich nicht zu Christus bekennen, damit sie mit redlichem Herzen vor dir leben und die Wahrheit finden. Uns aber gib, dass wir das Geheimnis deines Lebens immer tiefer erfassen und in brüderlicher Liebe wachsen, damit wir immer mehr zu glaubhaften Zeugen deiner Güte werden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir Ruhe finde. Gib dich zu erkennen in den Beweisen deines Erbarmens und in den Taten deiner Gläubigen, damit die Menschen trotz aller Hindernisse dich finden
und als den wahren Gott und Vater bekennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenk ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen, zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, in deiner Hand sind die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Schau gnädig auf jene, die uns regieren, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns auch beten für alle Menschen, die in diesen Wochen schwer erkrankt sind, für alle, die in Angst leben und füreinander Sorge tragen, für alle, die sich in Medizin und in Pflege um kranke Menschen kümmern, für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen, und für alle, die Entscheidungen treffen müssen und im Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch für die vielen, die der Tod aus dem Leben gerissen hat. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns Zuflucht und Stärke. Viele Generationen haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in allen Nöten. Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, und stärke in uns den Glauben, dass du alle Menschen in deinen guten Händen hältst. Die Verstorbenen aber nimm auf in dein Reich, wo sie bei dir geborgen sind. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgern und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuget die Knie. Erhebet euch. Lasset uns beten.
allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Exelignum crucis in quo salus mundi
Aus der Knechtschaft Ägyptens habe ich dich herausgeführt. Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser. Mein Volk, was habe ich dir getan? Womit nur habe ich dich betrübt? Vierzig Jahre habe ich dich geleitet durch die Wüste. Ich habe dich mit Manna gespeist und dich hineingeführt in das Land der Verheißung. Du aber bereitest das Kreuz deinem Erlöser. Mein Volk, was habe ich dir getan? Womit nur habe ich dich betrübt? Kreuze, daran mein Herr gehangen, in Schmerz und Todesbangen, in Schmerz und Todesbangen. Allda mit Speer und Nägeln, die Glieder sind durchbrochen, Händ, Füß und Seit durchstochen, Händ, Füß und Seit durchstochen. Wer kann genug dich loben, da du all gut umschlossen, dass sie uns zugeflossen, dass sie uns zugeflossen.
Josas Gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, selbst in der Stunde des Todes möchte Gott uns nicht alleine lassen. So dürfen wir auch am Karfreitag seinen heiligen Leib empfangen, den er für uns heute hingegeben hat. Wir wollen in diesem Augenblick unsere geistliche Sehnsucht erneuern nach ihm, nach dem Empfang dieses heiligen Sakramentes. Herr Jesus, obwohl du Gott gleich bist, bist du hinabgestiegen zu uns, bist Mensch geworden, einer von uns, in allem uns gleich, außer der Sünde. Wir danken dir für deine Menschwerdung. Wir danken dir, dass du dem Willen des Vaters gehorsam warst und Mensch geworden bist, um uns zu erlösen. Denn dazu bist du in diese Welt gekommen, als unser Erlöser, als unser Retter, als unser Heil. Deshalb bist du gehorsam gewesen bis ans Kreuz, bis in den Tod. Herr, wir danken dir, dass du dich für uns geopfert hast, dass du aus Liebe uns erlöst hast, dass du uns befreit hast von aller Schuld und aller Sünde und den Folgen der Schuld und der Sünde, dem Tod. Du bist der neue Adam. Herr, wir danken dir. Jesus, dir leb ich. Jesus, dir sterb ich. Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod. Sei mir gnädig, Jesus. Sei uns barmherzig, Jesus. Führ uns, Jesus, in deine Seligkeit. Jesus, gib Glauben. Jesus, stärk unsere Hoffnung. Jesus, schenk Liebe und Treue bis zum Tod. Jesus, dir danke ich. Jesus, dich bitt ich. Jesus,
dich lob ich, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bei stiller Nacht zur ersten Wacht ein Stimm begann zu klagen. Ich nahm in Acht, was sie da sagt, voll Angst und voll Verzagen. Es war der liebe Gottes Sohn, sein Haupt hat er in Armen. Viel weiß und bleicher als der Mond, ein Stein es möcht erbarmen. Ein Kreuz mir vor den Augen schwebt, o wie der Pein und Schmerzen, daran man morgen mich erhebt, das greifet mir zum Herzen. Der schöne Mond will untergehen, vor Leid nicht mehr mag scheinen. Die Stern und Glanz am Himmel stehen, mit mir sie wollen weinen. Kein Vogel sang, noch Freudenklang, man höret ihn den Lüften. Die wilden Tier trauern auch mit mir in Steinen und in Klüften. Lasset uns beten.
Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns durch den Empfang dieses Sakramentes die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir sind fast am Ende unserer Liturgie angekommen. Ich möchte Sie herzlich einladen, den heutigen Tag und den morgigen Tag der Grabesruhe des Herrn geistlich zu begehen, in Trauer und Mitgefühl dem Herrn folgen. Viele unserer Kirchen sind geöffnet. Dort finden Sie auch die Möglichkeit, das Bußsakrament zu empfangen und auch die Gelegenheit, einzeln unter Wahrung aller Hygienevorschriften zur persönlichen Kommunion. Ich lade Sie herzlich ein, davon Gebrauch zu machen und diesen Tag und den Nachmittag heute auch dafür zu nutzen. Morgen Abend um 21 Uhr können wir uns wiedersehen hier aus unserem Dom zur gemeinsamen Feier der Osternacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Jetzt aber wollen wir Gott für uns alle um seinen Segen bitten. Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.